Ja, okay, let's go. Okay, dann starten wir jetzt mal. Also, ja, ja, ja. Ein Best of Three zwischen Ruven und Robin Jai Jai auf Pokémon Stadium 2. Natürlich beide mit ihren Mains. Peach gegen Kram. Und Robin verteilt schon erstmal die 43% und steigert sich auf 56. 73. Ruven ist jetzt wieder zurück, sag ich mal, nach ein paar harten Schlägen. Aber 60% jetzt verteilt. Das sieht doch schon auf jeden Fall stabil aus. Ja, nicht mal eine halbe Minute gespielt. Und die Gegner lassen sich nichts zu schenken. Double Up Air, aber Robin nochmal rausgekommen. Fair. Schön angetäuscht von Ruven. Okay, und? Oh! Das ist der Klassiker. Jab to Back Air. Sehen wir immer wieder gerne. Killt auch relativ schnell. Mal gucken, was jetzt hier Robin Jai Jai sich einfallen lassen wird. Um irgendwie wieder zurückzukommen. Aber Ruven teilt gerne aus. Schon 60%. Down tilt. Schön gewartet, aber leider nichts daraus gemacht. Und Ruven. Ja, ich muss gerade ein bisschen chillen mit der. Entspann dich, ich bin ja hier am Start. Ring, alles entspannt. Oh, oh, aber eine schöne Back Air. DBZ. Genau, based in DBZ-Moment, aber beide sind wieder zurück auf Stage. Jetzt muss sich Robin Jai Jai unbedingt was einfallen lassen. 90% und der Grab. Sehr schön. Killt tatsächlich bei 170%. Und wir gucken mal weiter. Ah, okay. Nette Idee. Er hat gewartet, aber nicht connected. Okay, eine klassische Rolle, da hätte man punishen können, aber Ruven hat sich für eine andere Option entschieden. Achso, ich habe gerade dieses in sieben Lagen eingewickelt gelesen. Jetzt merke ich erst, dass du damit gemeint bist. Ach so. Wahrscheinlich. Ja, normal. Wie gesagt, draußen, wenn man hier nicht im Stream ist, dann ist das schon ein bisschen fresh. Wenn man manchmal Raum zu Raum laufen muss. Aber ja, hier ist das schon auf jeden Fall warm, ich merke das schon, aber. Ja, die Heizung, ganz wichtig. Ist auch so. Deswegen ganz furchtbar. Okay, kommen wir wieder zurück. Also wie gesagt, Ruven jetzt mit 50%, Robin Jai Jai 150%. Ein gutes kleines Comeback gestartet, aber er muss einmal geschlagen werden und Ruven übernimmt dann die Führung. Beide warten auf den richtigen Moment. Und das war's ja. Backer darf man nicht vergessen, super stark. Oh, schön. Okay, 84%, okay. Das Ding ist noch rum, okay. Beide warten. Fair daneben, okay, fair wieder nehmen. Oh, und Grab auch von ihm daneben. Sieht auf jeden Fall gut aus, fair. Du musst, glaube ich, deinen. Fair. Fair. Dann, näher ranmachen, ja. Das kann man dich nicht hören. Okay, ey. Oh. Na, auf jeden Fall hat Robin gut zurückgeholt. Knappe Fair. Gerade noch so, ausgewichen. Ah, Jab to. Oh, okay. Jab to near, fast fall to up tilt. Up air meine ich. Das sah schon heftig aus. Und jetzt fast full rage auf Chrom. Full rage auf Chrom. 150. Muss Robin tatsächlich schon wieder aufpassen. Oh, der lebt noch. Ja, das überlebt er. Aber der Konter. Pilz rettet Peach. Wo sind wir denn gekommen? Okay. 35, 40. Hat's aufgehört. Fair. Okay, Vorsicht. Ruven hat gut aufgepasst. Sonst wäre wieder der Pilzkopf am Start. Schöner Grab. Warten. Oh, Abdel daneben. Und jetzt nochmal gepommelt von Robin Jai Jai. Okay. Berg trifft nicht. Und das ist der Kill. Ja. Jab to back air. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Peach auf jeden Fall leicht ist. Ja, die ist schon, ich weiß nicht, ich glaube sogar Tick leichter sogar als Darkhand. Darkhand ist, glaube ich, 90, 89. Sie ist, glaube ich, noch weniger. Oh, 86. Die genauen Werte kenne ich nicht, aber Peach ist auf jeden Fall leichter als Darkhand. Darkhand ist so Middleweight, ein bisschen schwerer. Also so leicht schwerer als Mario, würde ich sagen, oder? Ja, also er ist schon auf jeden Fall leicht. Aber jetzt genau, wo jetzt genau steht, also auf jeden Fall nicht im Mittelfeld, sondern wie du schon meintest, eher schon im leichteren Bereich. Also unter den Top 20, sag ich mal. Aber Peach auf jeden Fall auch dabei und hast ja gesehen, Jab to Back Air bei 90%. Geht einfach durch.
da muss ich überhaupt nicht anstrengen, wenn das einfach und mal sitzt. Peach kann halt auch nicht einfach floaten oder sowas gegen Crumbs, sondern muss da pressuren. Ja. Okay, gucken mit wir den weiter. Turnips. Boom. Oh, das boom. Sieht auf jeden Fall brutal boom. Aus. 56% und der Damn. Jump ist weg. Aber Rob und Jaja wieder raufgekommen. Der Damage. Einfach heftige Mucke von Arms. Das ist von Persona, oder? Ich höre sie gerade gar nicht so. Ich glaube Arms. Natürlich Arms. Oh ja, voll. Oh, oh, oh. Ruben musste jetzt sehr aufpassen. Hatte auch dabei Glück, dass Robin Jaja da nicht mit einer Downer getroffen hat. Sonst wäre es das schon wahrscheinlich gewesen. Back Air. Gut raufgekommen. Ruben achtet. Pass auf. Beide sind sehr vorsichtig. Okay. Thor hat einmal kurz 15% verteilt. Oh, schön. Schöne Backer. Wow, gut aufgemacht. Oh, klasse gemacht. Ich dachte, wir sehen hier schon eine kranke Combo. Da war der Touch schon draußen. Oh, okay. Max Rage Peach. Beide jetzt gefährlich, genau. Viele Prozente, okay, er kommt heftiger raus. Heftiger Mash. Schöne Mario Party Skills von Robin Jaja. Safe. Und, wow, okay. Vorsichtig. Perfekt zur Musik. Schön darauf gekommen. Vorsichtig, vorsichtig. Und. Oh wow. Mein Gott. Die Grabs. Das wird ein heftiges Duell nachher bei Mario Party, glaube ich, gegen Robin Jaja. Oh, okay. Aber bei 177% oder so war es das jetzt. Schöne Pressure von Robin Jaja. Aber Rufen hat gut aufgepasst. Oh, 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 oh. Oh, schade. Ich dachte, jetzt kommt eine kranke Sache. Wir passen auf. Hä? Das sah ja komisch aus. Ich dachte auch für einen kurzen Moment, dass ich auf der Plattform wäre. Verbuggt, dachte ich. Oh, 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 gefährlich. Oh, Stitchface. Oh, was war denn Robin Jaja? So heftig. Keine Stitchface-Action. Oh, super DI, das war schon gut. Das aber schon das RNG ist schon mal da. Ganz wichtig. Vielleicht in der nächsten Runde Hero einfach spielen. Wow. Oh. Das schön. Einfach Hero spielen. 20%. Robin GG hat ja auch sehr viel Erfahrung mit Hero, einfach weil er mit Lucha Litten zusammenspielt. Das würde ich mir gern mal angucken. Also generell, Robin GG war ja immer schon heftig in Teams. Auch mit so definitiv super viel Jank-Charakteren. Ja. Ich hätte schon Bock drauf. Safe. Mal wieder Teams. Ja, machen wir auf jeden Fall später. Wie gesagt, heute viel Zeit. Erstmal gucken wir dieses heftige Duell zwischen den beiden Leuten. Und danach, wenn wir Zeit haben, Teams und alles Mögliche. Wo vielleicht Mario Kart. Wir machen uns das hier heute ganz gemütlich. Oh. Oh. Okay. Robin Jaja jetzt ziemlich heftig lang im Schild gewesen. Er hätte ihn bestrafen können. Robin Jaja muss das jetzt irgendwie machen. Schönes Ding. Ja. Oh. Wow, ich bin beeindruckt. Ruf macht das richtig klasse. Der ist so gut gerade. Skeddy schreibt schon, nächstes Mal safe am Start. Cool, Skeddy, Elo, Scouty. Safe. Safe. Neues Jahr, seid ihr alle dabei. Schön gemacht von Ruven. Robin Jaja muss sich jetzt da schnell was einfallen lassen. Oh. Okay, wir dürfen nicht vergessen, wenn er jetzt einmal getroffen wird, werden gleich 40% verteilt von Ruven. Hoffen wir mal das nächste Mal. Oh. Oh. Wow. Okay. Gute Situation jetzt gerade für Robin. Oh. Alter, fair und überlegt. Schön. Oh, das war's auch. Ja, der Jump war weg. Okay, alles wieder offen. Das war schon trotzdem sehr heftig eben. Wer schafft es jetzt mit seiner Kombo durchzukommen? Wir dürfen nicht vergessen, dass es schon 1-0 für Rufen steht. Oh. Robin Jaja oder Ryan. Beide ungefähr jetzt die gleiche Prozentzahl. Club der 50er. Vorsichtig tasten sie sich ran, okay. Bei Rufen kann das halt auch schnell Muss jetzt schnell gehen, wenn er offstage geworfen wird. Boah, was war das für eine Art fiese Attacke, okay. Könnte noch gefährlich werden. 80% beide fast. Näher gegen Back Air. Oh, Dash Attack diesmal. Oh, fair. Tosch, tosch. Tosch, tosch, oh. Okay. Okay, okay. Oh, oh.
Ja. Hinterteil hat getroffen. Und da ist die Krone. Oha. Das war schon heftig. Eigentlich dachte ich schon, Rufen zieht das Ding, aber Robin Jai holt das auf. Hat auf jeden Fall Mario Party Skills hier gezeigt, muss man schon sagen. Das war schon auf jeden Fall sehr beeindruckend. Aber jetzt dürfen wir gucken. Jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt auf das letzte Match. Was sagst du jetzt? 1-1. Ja. Was sagst du denn jetzt? Was ist denn eigentlich mit dir? Hast du schon was gespielt? Ja, ich habe jetzt gegen Walter White gespielt, 2-0. Mit einer krassen, guten Kombo. Kommt auf jeden Fall demnächst hoch. Ja, direkt auf Twitter. Das ist schon auf jeden Fall eine lustige, gute Kombo, muss man schon sagen. Ja, das war's dann auch schon. Apropos Twitter, ihr könnt uns mal folgen. Genau. NIZ-SSB. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, unbedingt, könnt ihr gerne bei Twitter reinfollowen. Liken und followen. Genau. Wir haben auch einen relativ inaktiven Insta-Kanal. YouTube ist bei uns noch aktiv. Da laden wir alles hoch, was ihr hier gerade on Stream seht. Genau. Falls ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr auch da NIZ-Smash, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Okay, wir gehen hier in Runde Nummer 3. Wow. Und wir sehen hier gleich 1 Milliarden Fairs. Schön gemacht, 33%, aber Rufen beruhigt sich auch nicht. Schade. Nee. Er wollte da was noch starten. Aber Robin Jaijan dachte sich, nee, jetzt ist mal kleine Pause. Schöner Grab. Rufen und Plattform-Combo-Extensions gehen Hand in Hand. Ja, ich überlege gerade, Yoshi's Story, für beide Chars, glaube ich, eine gute Stage, oder? Hast du gehört? Ja. Oh, und Jab zu Back Air. Okay, das heißt, Rufen hat jetzt hier guten Lead mit 80%. Beide müssen jetzt ganz doll aufpassen. Schön in der. Up Air. Näher. Kein Grab diesmal. Up Air to Back Air. Endlich mal eine Antwort von Robin. 84%. Der hat sich aber schon gut Prozente geben lassen. Da muss er echt aufpassen. 100% zu 96%. Aber wir wissen schnell, wie schnell es bei Peach gehen kann, wenn sie mal eine Combo machen kann. Heftiger Parry, aber trotzdem offstage. Wow, Wu macht das wirklich sehr schlau. Er weiß ganz genau, wenn er einmal die Up-B macht, dann wird er direkt vom Tod bestraft. Back Air. Sein Neutral Game auf jeden Fall gefällt mir auch von Ruben. Schön gemacht von Robin Jaijai. Tricky. Aber immer noch, Max Rage Chrom. Ne? Oh, okay. Super Backpfeife. So, mal gucken, was Robin Jaijai machen wird. Gefährlich. Was macht er? Der wartet ja richtig. Okay, so nur ein bisschen Shield Damage. Der wollte Shield Break machen auf jeden Fall. Ist das dritte. Also eine Bombe, zwei Stitch Faces. In 3 Games bisher. Mal gucken. Muss ja nicht das letzte gewesen sein. Einmal ist es sicher noch drin. Ich war sehr krank. Beide jetzt wieder ausgeglichen, muss man ja sagen. 116 zu 118. Gerade eben noch Rufen gute Führung übernommen, aber Robin Jaijai hat es gut gemacht, aber sehr gut gemacht von Rufen. Du musst ein bisschen jetzt aufpassen. Schöner Tag. Oh mein Gott. Schön gemacht von Rufen. Gefährliches Spiel hier von Rufen. Ja. Oh, und er killt ihn tatsächlich. Obwohl Robin so gut die ganze Zeit gepressured hat. Aber sofort direkte Antwort von Robin Jaijai. Ist, glaube ich, keine Frage, dass beide weiterkommen in die Top 8. Aber in welcher Reihenfolge? Also. Nice. Kein Twitter. Das war aber schon ein guter Ansatz. Ja. Das war schon cool. Bisschen. Okay, jetzt. Wir rufen ganz schlau wieder auf, an die Kante. Oh nein. Down tilt und näher. Jetzt zieht sich was raus. Ja, best of 3. Nur um euch das nochmal
klar zu machen. Nur in der Top 8 sehen wir Best of 5. Eieiei, sehr gut gemacht. Aber das ist ja spannend, jetzt was einfallen, ne? Lassen. Ja. Last Hit, wird zu langsam. Peach natürlich ein leichterer Charakter als Chrom. Weil, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Rage kriegt, dann reicht da fast schon eine Jab Back Air. Genau, ich würde sagen, wenn jetzt an der Kante, dann ist vorbei. Oh oh. Das war's? Nein. Oh, nice von Rufen gemacht. Fair. Und reicht noch nicht. Und das war's. Oha, heftiges Duell. Auf jeden Fall sehr heftig. Man wusste bis zur letzten Sekunde nicht, wer das Ding gewinnt. Das war schon auf jeden Fall sehr krank. Ja, heftig. Crazy, auf jeden Fall. Das war schon ziemlich crazy.